Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus Bella Italia von der Weizenernte, beziehungsweise ja, den letzten paar Bahnen auf diesem ersten Weizenfeld. Wir müssen dann ja noch weiter zum zweiten. Das hier kriegen wir eigentlich, also sollten wir eigentlich jetzt heute runtergebissen kriegen. So viel ist das jetzt hier auch nicht mehr, was jetzt hier noch an Weizen ansteht. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen was stehen lassen. Kann das sein? Ja. Mal wieder. So. Hoppa. Muss mit dem Drescher ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu früh absetzt, weil sonst geht das Heck hoch und er drückt dir das vorne quasi das Schneidwerk fast im Boden. Muss echt aufpassen. Am besten so stehen, wie du gerade stehen willst und dann erst. Dann läuft das eigentlich. So, hier vorne werden wir auf jeden Fall gleich mal so einen Zusammenschluss haben von den beiden Bahnen. Ich habe da oben jetzt den zweiten Drescher habe ich quasi da oben voll gemacht. Auf den oberen Bahnen und mache jetzt hier unten weiter nach dem Entleeren jetzt. Ich denke mal, mit der Drescherladung, die wir jetzt gerade zusammenfahren, damit wird der Anhänger voll. Können wir den einmal wegbringen. Ich müsste, glaube ich, auch, oder ich könnte, glaube ich, auch direkt bei den Hühnern was reinfüttern. Wenn ich da den Triggerbereich finde. Und den Rest schmeiße ich dann ins Silo, also ins Lager. Muss ich mal gucken. Also, bis jetzt sieht der Weizen eigentlich, also für mich, vom Ertrag her, ich habe jetzt zwei volle Drescherladungen schon in den Anhänger reingepackt. Ist für mich eigentlich ein guter Schnitt. Wenn ich mir überlege, wie groß der Acker hier ist und der Drescher ist jetzt, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen gefüllt. Das heißt mal nicht gut gefüllt, aber ein bisschen gefüllt. Also eigentlich im Gegensatz zu der Gerste, die natürlich Top-Ertrag hatte. Natürlich nicht ganz so viel, aber das Feld ist ja auch massiv kleiner. Bin mal gespannt. Das andere Feld ist wohl noch kleiner, da habe ich mir auch schon den Weg geben lassen, wie ich da gleich fahren muss. Ja, nichts ist schlimmer, als wenn ich mit dem Drescher verfahre und dann irgendwo noch rückwärts raus muss am besten. Das will ich nicht. Ja, komme ich dazu? Ne, passt. Wenn ich so bleibe, passt das. Ich will ja nicht zu weit von der Kante wegkommen. Ja, nächste Bahn und dann habe ich hier auf jeden Fall einen Zusammenschluss. Ich denke mal, ich mache dann erst den hinteren Teil fertig, den Richtung Hof, dass der runterkommt und dann hier den Rest, weil ich muss eh da oben wieder raus wegen dem Schneidwerkswagen. Und ich muss dann nach da unten. Also ich habe Schneidwerk eigentlich gerade perfekt hingestellt. Hab ich gerade was stehen lassen? Jo, habe ich. Den Schneidwerkswagen perfekt hingestellt, sodass ich direkt weiter kann. Da unten den Unterstand. Das ist zum Beispiel einer, da wollte er eigentlich die Ballen lagern. Man sieht es, die sind immer noch hinten auf dem Feld. Ich weiß noch nicht genau, was er da vorhat, wie er das machen will. Er sagte zwar irgendwas von einem Anhänger, dass er das automatisch, also so ein Autostack. Das Problem am Autostack ist nur, wenn ich mit dem hier unten in die Halle da unten fahre. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich von der Höhe her den nicht aufstellen kann, also quasi hängen bleibt. Und das wiederum wäre jetzt nicht so schön, sag ich mal, ne? Wenn wir dann hängen bleiben mit dem Mietfahrzeug. Erstens mal, wir machen uns den Unterstand oder ihm den Unterstand kaputt, wir machen den Mietanhänger kaputt. Deswegen, also ganz von überzeugt bin ich da noch nicht. Würde sich fast schon anbieten, selber aufzuladen und selber abzuladen. Allerdings nimmt das wieder massiv Zeit in Anspruch. Man weiß es noch nicht. Wie er das genau vorhat, so, sagen wir es mal so. Für mich ist auch heute der heutige Tag mit Gerste. Also es ist, ich habe mal geguckt, es ist Gerste, Roggen und Dinkel ist noch erntereif. So, alles ist dann gleich, bis auf das Weizenfeld hier. Gerste? Gerste gesagt? Ich meinte Weizen. Weizen, Roggen und Dinkel.
Das ist das, was da unten auf den Feldern noch steht, und das ist das, was erntereif ist. So. Der Weizen ist ein relativ schmales Feld, was da unten gleich noch ist. Roggen und Dinkel, beziehungsweise gerade Roggen, ist ein riesiges Feld. Also ich möchte jetzt fast behaupten, so groß wie das Gerstefeld ungefähr. Und das Dinkelfeld so ungefähr, ja, die Hälfte bis zwei Drittel von dem Feld von der Größe her. Bedeutet also massiv Arbeit, die da ansteht, bis die Felder fertig sind, bis die Felder fertig geerntet sind. So. Ich habe schon gesagt, das werde ich nicht alleine schaffen, weil wenn ich mich noch um andere Sachen kümmern soll, muss... Na, ich meine, Kartoffeln und Karotten sind noch nicht erntereif. Aber der Rest, und ich habe schon gesagt, er soll bitte zusehen, dass der Pablo heißt er, genau. Pablo ist ein spanischer Hilfsarbeiter. Und da soll er zusehen, dass der nachher da ist, wenn ich mit dem Weizen fertig bin. Dann kann er nämlich quasi den Roggen ernten. In der Zeit, wo ich, oder ich fahre dann ab. Er kann den Roggen ernten, ich fahre ab. Und ich kümmere mich dann in der Zwischenzeit darum, dass wir vielleicht irgendwas mit den Ballen machen, dass wir vielleicht die Grasballen gewickelt bekommen und dann halt immer nebenbei, dass ich ihn abfahre, etc. So, dass wir mehrere Arbeitsschritte in einem erledigen und nicht ich mich jetzt mit der Ernte befasse und das alles andere bleibt liegen und dann kommen wir irgendwie nicht mehr dazu und ja, ihr wisst, wo es hinausläuft, da muss ich nicht weiterreden. Ist dann quasi der berühmte Rattenschwanz, der sich so hinterherzieht. Mal gucken. Ob und wie. Er sagte, er fragt ihn, ob er Zeit hat. Wir haben ihm ja schon mal gesagt, er soll die Leute sich auf jeden Fall ranziehen und soll die einstellen. Weil so wie das im Moment ist, jetzt habe ich da nochmal was stehen. Irgendwie zum Ende hin komme ich hier irgendwie mal so ein Bang aus dem Weg. Ja, aus dem Fluss. Oh, kriege ich das alles rein? Okay, jetzt wird es auf jeden Fall weniger als gedacht, weil ich hatte eigentlich gesagt, mehr als ein Anhänger voll. Also ich hatte tatsächlich auf dem Feld... Fuck. Mit zwei gerechnet. Nein. Ich fahre jetzt einfach mal eben kurz zu dem Anhänger hin. Ich glaube, es passt nicht alles rein. Also es passen keine drei Drescher voll, oder? Ich bin mal gespannt. Den Rest können wir ja mitnehmen, das ist ja der Vorteil. Da das andere auch noch ein Weizenacker ist, ist das nicht so schlimm, wenn ein bisschen was im Drescher bleibt. Das sieht aber gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das ist alles noch reingepasst. Okay. Das ist nicht schlecht. Gut, okay, es bleibt zwar ein bisschen was übrig jetzt hier auf dem letzten Stück. Ich gucke ja mal, wie viel ich noch in den Anhänger kriege, ob ich den Rest noch reinkriege, den ich jetzt hier dresche. Ansonsten, wie gesagt, nehme ich das bisschen halt mit zum nächsten Acker. Und bin mal gespannt. Wie gesagt, kleiner Weizenacker, nichts Großes, der nächste. Relativ, also gerade sogar. Zumindest laut Francescos Beschreibung. Ne? Angeguckt habe ich mir den Acker jetzt natürlich noch nicht. So, jetzt sind wir mal erstmal hier, bevor Francesco hier gleich vorbeifährt. Und sich denkt, was macht der da? Wenn da so ein kleiner Halm stehen bleibt, ist das ja nicht schlimm, aber... So große Bahnen sollten vielleicht nicht stehen bleiben. Kriege am Ende noch hier noch Schimpfe oder so. Oder Gehaltsabzug am besten. So. Der
lass uns doch mal gucken, ob das, was wir jetzt hier noch drin haben. Dass da noch reingeht. Das wäre natürlich gut, weil dann wäre das alles soweit erledigt. Machen wir den mal schon mal hoch. Schon mal so ein bisschen vorbereiten fürs Wegfahren. So. Alles raus. Tatsächlich. Ja, das ist ja jetzt gerade noch perfekter. Dann können wir ja direkt durchstarten. Und den Case kann ich später holen. Das ist doch perfekt. Siehst du, dann verladen wir jetzt alles hier. Schneidwerk. Und dann gucken wir mal, dass wir zu dem nächsten Acker kommen. Und dann haben wir den ersten Weizenacker schon erledigt. Was wächst eigentlich da unten auf dem Feld? Das ist doch, glaube ich, auch nicht das Feld von... Auswahl verpasst. Egal. Ist das nicht das Feld von Francesco? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich glaube, dass da unten ist auch noch ein Acker von... Hallo? Warum fährst du nicht vorwärts? Also, soviel ich weiß, ist es, glaube ich, da unten auch noch einer von ihm. Ich weiß noch nicht, was er da drauf hat. Kann ich ja mal gucken, wenn ich den Schneidwerkswagen angekoppelt habe. So, mal kurz gucken. Weil er sagte, wenn du hier runterkommst, das ist auch noch mal meins. Oh, hier ist eine sportliche Lücke. Ist das Karotten? Oh mein Gott, was ist das für ein Riesenfeld? Was will er mit... Oh Gott. Alles klar, ich gehe wieder. Also, hier sollen die Ballen hin. Okay, ich ignoriere das jetzt einfach mal, dass das ein Karottenfeld ist. Und er da noch massive Karotten zu ernten hat. Ich hoffe mal, dass der da so ein Vollernter, so ein Harvester kommen lässt. Weil sonst, ja, ich möchte das jetzt hier nicht unbedingt mit so einem Anhänger oder sowas. Also, ich fahre es gerne mit dem Anhänger ab, aber ich werde jetzt garantiert nicht... bei der Menge beigehen mit so einem Krautschläger vorne und einem Anhänger und das Ganze dann von abbeißen. So, ein bisschen auf der Bremse bleiben hier. Gerade so in Bezug auf die Kurve hier. Das war schon mal Hürde Nummer 1. Jetzt muss ich nur irgendwie hier die Kurve auf die Hauptstraße kriegen. Perfekt. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, für euch soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut und sag
bis zum nächsten Mal.